ist, wer sind wir Menschen, das zu entscheiden, dass wir diejenigen sind, die das erlösen werden. Das macht die Natur in der Regel schon selbst. Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Hey, Jonah, was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen. Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach keinen Blödsinn. Nichts kaputt machen, so. Croft-Bericht. Die junge Croft ist aktiver und weniger vergeistigt, als es ihr Vater war. Trotz ihrer Intelligenz geht es ihr bei der Suche nach Artefakten nicht so sehr um deren Bedeutung und Geschichte, während sie gleichzeitig deutlich mehr Risikobereitschaft zeigt. Ohne eigene Kinder oder Familie kann sie sich gänzlich auf die Verfolgung ihrer Ziele konzentrieren, wobei ihr Verhalten teilweise an Besessenheit grenzt. Ein Umstand, der sie mitunter impulsiv oder unberechenbar erscheinen lässt. Wir sind dennoch der Überzeugung, dass sie aufgrund ihrer Tatkraft und Persönlichkeit leichter zu beeinflussen sein und eher Ergebnisse liefern wird, wenn man ihr größere Herausforderungen in Aussicht stellt. Sollte sie darüber hinaus Informationen besitzen, die Richard Croft möglicherweise vor Trinity zurückgehalten hat, wäre dies schlicht ein Bonus. Ihre Rekrutierung wird von uns nachdrücklich empfohlen. So. Rekrutieren, indem sie uns abknallen, das ist super. Das machen die wunderbar. So, jetzt muss ich noch mal kurz. Dieses Stativ. Weißt du? Sekunde. Stativ nachlässt, dann ist es ein bisschen doof. Gut, keine Ahnung, warum die immer noch im Kampfmodus ist. Die Lara müsste doch eigentlich... So, das haben wir mal sicher, habe ich mal sicherheitshalber aktiviert. So, noch ein paar von denen mitgenommen. Warte mal, ich würde gerne das Outfit wechseln. Jetzt scheint sie hier ein bisschen abzugehen. Dann kriege ich vielleicht ein bisschen mehr EP. Inventar. Outfits. Das nehme ich. Gefällt mir persönlich auch so vom Aussehen her ganz gut. Zeigt ein bisschen was, aber auch nicht zu viel. Ist vielleicht für den Dschungel nicht ganz so geil. Zu viel nackte Haut im Dschungel ist Nachteil. Auch wenn die Wärme ist zu... Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Das übersteigt meine Besoldung. Das ist so typisch militärisch. Einsatzbericht an Dr. Dominguez. Suchgebiet Matharuni, Huyana. 5,816587-59,468158. Beweise für eine Migration der Maya entdeckt. Gebiet stellte sich nach weiteren Untersuchungen als Sackgasse heraus. Durchgeführte Maßnahmen: Überflutung des Ortes durch Umleitung des Flusses. Eliminierung der angeheuerten einheimischen Arbeiter. Vernichtung sämtlicher Hinweise auf unsere Anwesenheit. Sonstiges: Unruhen in einem nahegelegenen Dorf. Tödliche Reaktion erforderlich. Gebiet abgeriegelt, Ort überflutet. Natürliche Ursache vorgetäuscht. Aha. Mediale Verbreitung der Geschichte über den Anstieg südamerikanischer Flüsse infolge des Klimawandels eingeleitet. So. Die waren also dafür verantwortlich und haben anderen Leuten gesagt, dass es der Klimawandel gewesen ist. Damit ja schön die Masse die Schnauze hält. Oh, das wird ein Spaß. Frau Veneer, hier ist Commander Rogue. Ist die Abriegelung erfolgt? Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind fertig. Fast ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Darf ich fragen, Sir, was los ist? Aufklärungsteam ist unterwegs. Rogue out. Wie viele hat es dort erwischt? So, der ist auch nicht zu sehen. Sind hier zwei oder drei? Ich bin nicht... Wie das passieren konnte.
Bin mir nicht ganz sicher. Sag mir wenigstens, wenn du weg bist. Komm, put. Na komm her. Ich gehe der Sache nach. Ja, dann komm her. Na komm. Was ist denn los? Tötet alles, was sich bewegt. Komm. Vielleicht dort. Lose Rautenformation. Wir erleiden Verluste. Verstanden. Wir finden raus, wer das war. Siehst mich nicht. Ich sehe mich lieber mal um. Ja, bleibt in der Nähe. Meldet euch, wenn ihr was seht. Ach, die hätte mich sowieso entdeckt. Du tarnst dich mit Schlamm. Ziemlich clever. War's das? Keine Ahnung. Aber... So, wir haben Pistolenmunition voll, das ist gut. Ja, ich denke mal, das habe ich eigentlich soweit ganz akzeptabel gelöst. Was das angeht. Finde ich cool, dass es sich jetzt abrollt. Gibt's hier nicht... Okay, nee. Das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schief laufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat. So, den habe ich jetzt mal schnell mit dem Kopfschuss gemacht, weil er einfach perfekt stand. So, ich muss nur gucken, wie ich die beiden irgendwie hinkrieg. Bei dem warte ich einfach, bis der herkommt und dann klatsche ich den mal ganz schnell weg. Wir sichern den Ort. Offensichtlich glaubt jemand an einen Angriff. Durch was? Da unten ist nichts. Sicher? Wir haben etwas gesucht. Vielleicht haben die es gefunden und es war was anderes. Na komm. Du bist hier alleine. Komm. Verdammt doch mal. So, okay. Ich hasse diesen Ort. Die reinste Geisterstadt. Ich hätte ruhig sagen können, dass er weggeht. Gut. Das war's. So schnell kann's gehen. Supi. Jonah, Commander Rogue ist hier in Peru. Er hat Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuriegeln. Willst du es überprüfen? Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Rogue war dabei, als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. Alles klar, dann machen wir hier weiter. Ich will jetzt noch mal gucken, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Sieht aber gut abgegrast aus. Lara, das machst du super. Finde ich toll. Alles voll. Shit. Kann nicht mehr tragen. Bam. Ja. Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Gut, da konnte ich mich ja noch einigermaßen abseilen. Sieht nicht so lecker aus. Die haben aber sonst nichts zum Looten. Was eigentlich komisch ist, wenn du die Feinde killst, haben sie was zum Looten, wenn sie vorher schon tot waren. Wurden sie von jemandem schon abgeerntet? Aber wer hat sie getötet? Die Frage ist, will es uns auch töten? Jetzt haben wir wieder was gefunden. Ja, irgendwelche Sachen. Dokument. Ist mir schon klar, dass hier noch was rumliegt.
An Dr. Dominguez. Möglichen Zugangspunkt zum Tempel außerhalb von Kuwak-Yaku entdeckt. Ausgrabungsequipment ist unterwegs. Tja, ich würde sagen, das habe ich ja im vorherigen Stream schon abgegrast. Warte mal, Wandgemälde. Das Wandgemälde müsste hier sein. Ich will hier nochmal in Ruhe. Sieht lecker aus. Jungs, hängt ihr ein bisschen rum. Hier wird's warm. Vom Tod zum Leben, vom Neumond bis zum Vollmond dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle. Interessant, alles klar. Aua. Hat bestimmt... Oha. Ich kann mich ein bisschen dran erinnern. Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Keine Ahnung, warum das hier brennt wie Sau. Weg, das Tor zu öffnen. Ja, schön. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Okay. Try and error. Vielleicht schaffe ich es, diese Türen zu öffnen. Okay, links muss Kreis und drei Punkte und Dingsbums. Alles klar. Das kriege ich hin. Aber dafür muss die andere Säule hoch. Mal 4 und 1. Okay. Kann ich diese Seite öffnen? Puh, das wird interessant. Okay. 3 auf der rechten Seite. Ganz ruhig jetzt. Ja, ganz ruhig, Lara. So. Hier eine 3 und hier noch so ein... wenn das nicht passt, was wir machen. Dann geht hier unten das Dingsbums auf. Da sind Schlangen drin. Die sind natürlich... gegessen, aber trotzdem immer schön. Okay. Hier nochmal den Kreis. Erkennt man daran, dass hier auf der linken Seite, sieht man es ja schön, auf der rechten Seite der Strich in der Mitte unten. Hier sieht man ja, auf der linken Seite hat ja der dritte, ist ja der dritte und der allerletzte Dingsbums ein bisschen dunkel, von daher... Müssen wir da improvisieren. Also nicht improvisieren, sondern links und rechts angucken. Warte mal, hier war der Strich, ne? Genau. Der hier. Das müsste es jetzt gewesen sein. Ich will hier nicht verkacken. Hey Jonah, geht's voran? Ständiges Datum und eine Darstellung von Chuck-Chell. Ich habe hier zwei Daten und X-Chell. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8.
Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine Null. Die letzte Zahl auf der linken Säule müsste eine Null sein. Das ist schön. Was ist eine Null? Was ist eine Null? Ist das eine Null? Oder da? Nee, das ist keine Null. Das müsste eine Null sein. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit zwei Punkten darüber. 7, oder? Danke. Ah, okay, okay, okay. Eine 7. Das ist also eine 5, der Strich. Und das ist eine 7. Ah. Haha. Interessant, interessant. Ich habe das, wie gesagt, schon zweimal gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte es immer mit Fails und habe mir das nie gemerkt. Also von daher, sorry. Finde ich cool, dass wir es zum ersten Mal gefunden haben. Gibt es hier noch irgendwas? Ich habe einen Fähigkeitspunkt bekommen. Ich weiß nicht, ob hier alles da ist. Ich gucke es mir einfach mal alles an. Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, ups. Hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Das ist der Weg zur verborgenen Stadt. Wie es scheint, werden hier verschiedene Prüfungen beschrieben. Der Zugang erfolgt durch das Maul eines Jaguars. Dann sind da noch eine Spinne und ein Vogel, der zu einem Tempel aufsteigt, der wiederum zu einer Schlange mit einem silbernen Auge führt. Alles klar. Gut. Das hier wird dir gefallen. Ja, hau raus. Jonah? Hey! Och Mann, Jonah. Na gut. Hier ist noch was. Balams ist das Maya-Wort für Jaguare, die die Maya wegen ihrer majestätischen Schönheit und gefährlichen Anmut verehrten. In den Dörfern der Maya gab es 4 Akantuns, Götzen, die in jeweils einer Ecke des Dorfes aufgestellt wurden. Nachts kamen 5 Geisterjaguare in das Dorf, wobei 4 von ihnen an den Akantuns Wache hielten. Der 5. und kleinste Balam wiederum koordinierte ihre Bemühungen, das Dorf vor bösen Dämonen und Geistern zu beschützen. Schön, super. Machen die gut. Hier gibt's doch bestimmt noch irgendwas zu entdecken. Hier sind Wandgemälde, ich wusste's. Eihunds gewusst. Schön. Warum ist das so... Wird das so beleuchtet, dieses Teil? Nein! Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Entziffern nicht möglich. Ach, scheiße. Oder kriege ich es jetzt hin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Interessant. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht. Nee? Gut, dann habe ich mich geirrt. Alter, ist die Lara dreckig. Krallen des Adlers. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Oh ja, oh, Feinde aufknüpfen. Geil. Darauf habe ich voll Bock. Gibt's hier irgendwas? Ja. Diese grobe Skizze zeigt einen Tempel, der sich inmitten einer Stadt erhebt. Wenn ich die Augen zukneife, sieht er wie eine Schlange aus. Interessant. Ich habe jetzt auch versucht, die Augen zuzukneifen, aber es hat nichts gebracht. Kann ich jetzt eigentlich den Monolith... Nee, ich glaube nicht.
habe zwar meine Sprachkenntnisse etwas verbessert, aber um keine festgesetzte Stufe. Das bedeutet, ich werde den immer noch nicht Hallo lesen können. Oder? Ach, ich finde nicht raus, was das bedeutet. Schade. Da muss ich dann später nochmal hin. Ja, das sieht man. Okay. Ja, das sieht dann ungefähr so aus wie hier. Wenn wir so einen Feind aufknüpfen. Die hängen dann so ein bisschen rum. Lass mal ein bisschen abhängen, hey. Pfad der Toten. Ja. Das ist scheiße. Suchen Sie Deckung. Unterwassertarnung. Ja. Wir müssen uns jetzt vor diesen Piranhas verstecken. Und Luft holen. Ich werde nicht mit Luft holen. Das kannst du vergessen. Ich werde aber versuchen, hier so viel mitzunehmen, wie ich kann. Ich finde schade, dass sie kein Atemgerät hat. Das wäre cool. Waren das gerade Piranhas? Die mich aber nicht entdeckt hatten. Keine Ahnung, was das bringt, aber na gut. Ich will mal nicht so sein. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö. Ich will aber noch mal Luft holen. Sicher ist sicher. Boah, ich mag solche Unterwassersachen eigentlich nicht so. Obwohl ich sagen muss, es geht. Wir müssen hier links lang. Das Problem ist, die Piranhas dürfen uns nicht sehen. Alles klar. Ja, ist ja gut. Boah, das hat mich jetzt erschreckt. Luft. Hallo, ich würde gern gucken, wo ich lang muss. Da ist ein Überlebensversteck, das nehme ich gleich natürlich mit. Und dann drehe ich mich gleich wieder rum, weil laut Karte gibt es hier hinten nichts zu entdecken. So, dann links nach oben vor den Piranhas verstecken und aufpassen, dass uns die Luft nicht ausgeht. Ja, super, da habt ihr mir ja wieder was Tolles aufgebrummt. Schnell wie möglich hier runter, bevor die uns entdecken. Jetzt kriegen die nämlich Hunger. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich beim ersten Mal hier so verkackt habe. Ich will natürlich noch runter. Oh, aber erstmal Luft holen. So. Will ich überhaupt hier runter? Gibt's hier was? Jetzt kommt schon gleich Piranhas und fressen mich auf. Nö, aber hier gibt's noch was zum... Ah, hier gibt's noch Money. Super. Na komm schon. Sonst gibt's hier nichts mehr. Das ist gut. Und dann weiter. So, jetzt hole ich nochmal Luft. Sicher ist sicher. Ich habe wenigstens auch ein passendes Outfit dafür an. Puh.
Hallo, ich würde nach oben, so schnell wie möglich. Hallo? Noch. Kamera bitte, danke. Boah. So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Nee. Doch, hier gibt's noch was. Kann ich mir das so greifen? Boah. Lara, da hast du dir aber echt einen schönen Tauchgang ausgesucht. So, hier haben wir wieder eine Kiste. Das ist super. Hey! Oh Gott! Lass das doch! Tut mir leid. Also, wo muss ich denn lang? Ist jemand geschafft? Keine Ahnung. Hier gibt's noch ein Dokument. Irreführung, Expeditionsaufzeichnung. Das sind die Aufzeichnungen eines Forschers, der gegen Mitte des 20. Jahrhunderts nach einer vergessenen Stadt gesucht hatte. Er stieß unweit des Basislagers auf einen kleinen Handelsposten, der von einer Frau namens Kuama geleitet wurde, und fragte sie nach alten Geschichten, die ihm helfen könnten, die Stadt zu finden. Als er das hier schrieb, war er dem Tode nahe und davon überzeugt, dass Kuama seine Expedition absichtlich in die Irre geführt hatte. Alles klar. So, hier sind wieder ein paar Gegner. Basislager? Hier Omikron-Team. Wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe. Ich muss was hören. Ich kann noch... Oh Gott. Sie sind hier. Ja, komm her. Meine Güte, Mann, jetzt so ein Krach. Wovor haben die so viel Angst? Ah, First Aid. Ja, bringt natürlich nichts, wenn ich voll bin. Hat er nicht gesagt. Doch, habe ich gesagt. So, beim nächsten Basislager speichere ich mal. Und damit die Datei nicht so groß wird, weil ich muss sie ja noch downloaden. Scheiße, ich habe mein Funkgerät verloren. Werde ich den Stream für Shadow of the Tomb Raider nicht so laut machen. Nicht so lange. Von daher für die Zuschauer tut mir leid. Gisela? War das die Gisela? Was war das? Hallo. Das war bestimmt die Gertrud. Die will nur spielen. Macht euch keine Gedanken. Verstärkung ist unterwegs. Da ist gerade irgendwas. Da ist Böses im Busch. Warte mal, wo ist denn das nächste Lagerfeuer? Da ist ein Dokument. Bin ich da dran vorbeigelaufen? Ja. Operations-Update. Wow. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich würde gerne das Operations-Update sehen. Hier. Nein, was zum... Laras Notebook, nein. Alltag der Inka, Phantom der Götter, unbekannte Expedition, Gemeinschaft in Not. Nein, Eroberer, auch nicht. Bericht zur Wasserqualität. Metamorphose, Mythen, Magie und Monster, habe ich noch. Nee. Also kannst sagen, was du willst, aber ich finde die Artefakte hier zu suchen ist extrem unübersichtlich. An Dr. Dominguez. Wir haben unser Lager nahe der aufgegebenen Ölraffinerie außerhalb des Dorfes aufgeschlagen. Suchen die Gegend weiter ab. Haben Kontakt mit den Dorfbewohnern aufgenommen. Keiner von ihnen hat Informationen über den einsamen Wolf. Eine kleine Gruppe hat sich aus dem Hauptlager abgesetzt und Vorräte für 2 Wochen gestohlen. Empfehle die Beseitigung dieser ehemaligen Mitarbeiter nach Abschluss der Operation. Noch keine Spur von Croft. Es gibt Berichte über einen Flugzeugabsturz 10 Kilometer vom Dorf entfernt. Vielleicht haben wir ja Glück. Anmerkung: Ein Dorfbewohner meinte, eine gewisse Abby Ortiz sollte möglichst nichts von unseren Aktivitäten mitbekommen. Haben ihren Namen ans Hauptquartier geschickt. Dossier trifft in Kürze ein. Wir prüfen derzeit verschiedene Vorgehensweisen und Notfallpläne. Super. Wunderbar.
Muss ins nächste Lagerfeuer. Da ist eine Schatztruhe, die kriege ich aber nicht geöffnet, weil ich noch keinen Dietrich habe. Von daher. Ich warne euch! Bleibt bloß weg von mir, verdammt! Ein bisschen machen wir noch, ein paar Minuten. Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen. Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Ups. Oh, ist das mies. Boah, ihr dreckigen Bastarde. Ihr ekelhaften Sausäcke. Oh, ist das mies. Also wenn du da nicht, wenn du dich da nicht durchschleichst, dann bist du aber schnell im Arsch. Ich kann die Szene auch nicht skippen, schade. Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur Klauen. Zähne. Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei. Du bist sicher. Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Zu lange im Dschungel. Und jetzt drehen sie durch. Dupdidu, die dupdidupdidu. Mist. Der ist im Blickfeld. Die sind gewappnet. Macht euch kampfbereit. Geh voraus. Na komm. Kommt, put. Der da oben wird von keinem gesehen, aber der da oben geht mir auf den Sack, weil der richtig krass Ausschau hält jetzt. Ach, ist doch scheiße. Du hast nichts planen. Guck mal, das ist ein Troller mit Pfeil und Bogen und Äxten und ihr kriegt die nicht kaputt. So, wo steht denn der nächste? Ach. Oh. Wir sind hier. Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Krieg ich hin. Gut, da ist noch irgendjemand auf meiner Seite. Ist die Frage, ob der auf meiner Seite ist oder nicht. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was sind das für Kreaturen? Gut, ich hätte hier vielleicht mit den Explosionsdingern arbeiten können. Ja, scheiße. Es muss einen Weg hier rausgeben. So, vielleicht in der Richtung, wo sie herkamen. Deck mich erstmal ein bisschen mit Schlamm. Hm.
macht vielleicht Sinn. Ja, nee, macht keinen Sinn. Ja, komm, ist egal. Kriegen wir hin. Lauf, Lara, lauf. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Gut, dann klettern wir mal hier hoch. So, die Lara ist wieder sauber. Jetzt ist sie wieder dreckig. Ja, super. Also, liebe Damen, wenn ihr in Erwägung zieht, eine Abenteuerkarriere wie die Lara zu machen, dürft ihr aber keine Angst vor Schmutz haben. Gott, überall Leichen. Kohle, die Kreaturen haben sie getötet. Ja. Aber warum? Jonah, Abby. Hey, Lara? Ich habe was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pishtakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Super. Suche nach dem Globus. Bericht über die Suchteams und deren Funde. Bereich Zentral- und Südamerika. An Dr. Dominguez. Mexiko. Cozumel, Tempel der Chakchel entdeckt. Städte stillgelegt und gesäubert. Brasilien. Region Itixi-Mitari, eine Sackgasse. Städte stillgelegt und gesäubert. Verlegung des Teams nach Trinquerira-Vacaja. Region Munduruku. Suche bislang ergebnislos. Probleme mit der Regierung. Empfehle Schließung der Städte. Erwarte weitere Anweisungen. Region Trinquerira-Vacaja. Fortschritte mit einheimischen Stämmen erzielt. Untersuchung wird fortgesetzt. Peru. Cuvac-Yaku. Tempel entdeckt. Nachforschungen laufen. Alles klar, super. Wo ist denn das nächste Lagerfeuer? Weißt du was? Ich mache das so, das dauert jetzt doch ein bisschen. Ich würde gerne hier das Spiel mal speichern. Hier sieht man Privatspielstand. Soweit habe ich schon gespielt. Weiter nicht. Und das ist, ja. So, ich würde sagen, danke fürs Reinschalten. Vor allem du, Hino. Und ja, das war's mit Shadow of the Tomb Raider für heute. Liegt einfach in der Natur der Dinge. Ja. Ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ich werde mir dann im Laufe des Tages den Stream nochmal downloaden, beziehungsweise in den nächsten paar Tagen, wenn der von YouTube fertig bearbeitet wurde. Und ja, dann habe ich das zumindest als eventuelles Let's Play. Mal gucken. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns vielleicht die Tage nochmal, je nachdem. Ansonsten könnt ihr mich jederzeit gerne über Steam anschreiben oder auf meinem Discord-Channel. Wir sehen uns, macht's gut, Leute. Bleibt sauber und falls wir uns nicht sehen sollten, einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Am Montag, es ist Freitag. Ich muss ganz ehrlich sagen, wegen diesem ganzen Hin- und Her-Kram habe ich es total vergessen, dass heute Freitag ist, wegen diesen ganzen Feiertagen. Ich dachte, heute wäre Mittwoch oder so, aber heute ist Freitag. Krass. Gut. Freitag. Schreibt mich gerne an. Vielleicht können wir heute Abend nochmal einen Stream machen, aber wie gesagt, die Shadow of the Tomb Raider Streams würde ich ganz gerne so lassen, wie sie sind. Dass ich sie mir auch als Let's Play irgendwie zusammenschnippeln kann. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns. Vielleicht bis heute Abend. Ciao. Nein, Aufnahme nicht. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss. Dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?